Strigesthaler Wiesenei jetzt mal ganz kurz weg vom Thema Chemnitz, sondern das Weiterstecken vom Strigestal in Sachsen. Wo seid ihr denn überall anzutreffen? Unsere Hauptvermarktungsschiene bis jetzt war über Edeka-Märkte, also inhabergeführte Edeka-Märkte. Ich mache mein Geschäft nicht mit der Edeka, sondern mit dem Marktinhaber. Das hat begonnen im Jahr 2017 in Freiberg, sind dann weitergegangen nach Hainichen, Flöha, Oederan, bis hin dann 2019 den großen Schritt in die Landeshauptstadt nach Dresden. Und leider haben sich aber jetzt durch die finanziellen Verhältnisse, die doch fortschreitende Inflation in unserem Land, die Preise auch in den Edeka-Märkten deutlich nach oben bewegt. Wir mussten unsere Preise deutlich nach oben korrigieren. Futtermittel, der Preis alleine für Futtermittel hat sich verdoppelt. Und das hat nicht nur alleine was mit dem Ukraine-Krieg zu tun. Das ging los, schon diese Tendenz nach oben mit der Einführung der CO2-Steuer. Exorbitante Teuerung hat erfahren unsere Eierverpackung. In jedem Ei, ein Ei kostet bei uns 42 Cent aus einem Mobilstall. In den 42 Cent sind pro Ei alleine 2 Cent Verpackungskosten drin. Das bedeutet, eine 10er Schachtel kostet 20 Cent mit Aufkleber. Das sollte man als Verbraucher auch wissen. Wir vermarkten in unseren Edeka-Märkten unsere Eier lose. Die Schachtel steht lose dazu, leer dazu. Die Kunden nehmen sich die Eier selber runter von den 30er Horten, packen die in ihre Schachtel rein und haben die Möglichkeit, jederzeit die Schachtel wieder mitzubringen. Genauso bei uns auf dem Wochenmarkt. Eier werden lose verkauft. Eierschachteln muss man nicht wegwerfen, die kann man mehrfach benutzen. Wir kleben uns nicht auf die Straße, wir machen was. Klasse, danke. So ein kleines Seitenhieb. Beta Gamma Delta, weiter reicht's nicht. Reicht.